Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens, ist umgeben von der 3200 Meter hohen Entoto-Bergkette. Das Land ist seit einigen Jahren das Wunderkind des Wirtschaftswachstums in Afrika. Überall schießen Baugerüste in die Höhe. Es ist ein anderes Land als in den 80er Jahren, als eine Hungerkatastrophe die nächste ablöste. Eine Stadtbahn soll das Verkehrschaos auf den Straßen lindern, aber nicht alle können sie sich leisten. Sie quetschen sich lieber wie eh und je in die Sammeltaxis. Noch zur Jahrtausendwende war Äthiopien das zweitärmste Land der Welt. Aber seit Jahren verzeichnet es ein zweistelliges Wirtschaftswachstum. Aber abseits des Geschäftsviertels zeigt sich in Addis Abeba die Armut. Die Stadt ist so rasant gewachsen, dass Wasser- und Elektrizitätsversorgung nicht mithalten können. Hunderttausende Menschen müssen sich ihr Wasser aus den Flüssen und von Verteilerstellen holen. Und überall auf den Straßen sieht man diejenigen, die eine zusammengebastelte Hütte ihr Zuhause nennen. Ein unabhängiges Wirtschaftsinstitut wird von Woldai Amhar geleitet. Der promovierte Wirtschaftsexperte hat in Deutschland studiert. Es gibt Wachstum, aber auch die Schere zwischen Reich und Arm wird größer. Die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Es ist aber auch wahr, dass sich die Armut verringert hat. Die Frage ist, ob wir das Problem der Armut langfristig lösen können. Das Thema Arbeitslosigkeit gibt es in diesem Land dauerhaft. Die Armut hat sich verringert, aber sie sieht in den Städten und auf dem Land unterschiedlich aus. Und so sieht es abseits der Hauptstadt und der Sehenswürdigkeiten im Land in den meisten Gegenden Äthiopiens aus. Über 80% der äthiopischen Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft und die Hälfte der 102 Millionen Äthiopier unterhalb der Armutsgrenze. Rund ein Drittel des Staatshaushaltes kommt von ausländischen Nichtregierungsorganisationen und dieses Geld unterstützt eine autoritäre Regierung, erklärt die Organisation Human Rights Watch. Kinder zünden Dung an und garen darin Kartoffeln, die sie auf dem Feld gefunden haben. Wegen dieser Armut und der Hungerkatastrophe in den 80er Jahren hat sich der österreichische Schauspieler Karl-Heinz Böhm zu einer Wette in der deutschen Sendung Wetten, dass hinreißen lassen. Wette, dass nicht einmal ein Drittel von Ihnen Zuschauern, und das sind geschätzt 6 oder 7 Millionen, diese eine Mark einbezahlen. Wenn ich diese Wette verliere, stelle ich mich zur Verfügung, selbst unter Auslassung aller Organisationen nach Afrika zu fahren auf meine Kosten. Und das würde bedeuten, dass wir mindestens ein Dreivierteljahr oder gar ein Jahr kein Kind hungers sterben sehen. Karl-Heinz Böhm gewann die Wette. Und er machte sich mit umgerechnet 500.000 Euro auf den Weg in das ostafrikanische Land, um Nomaden in einem Flüchtlingslager zu helfen. Der Schauspieler gründete die Organisation Menschen für Menschen, in der er sich, später zusammen mit seiner äthiopischen Frau Almas, für integrierte ländliche Entwicklungsprojekte einsetzte. Von Wasserversorgung über Gesundheit, Landwirtschaft, Einkommen bis Bildung, damit die Jugend Äthiopiens eine Chance bekomme. Bernahu Negusie erinnert sich gut daran. Er war von der Stunde Null an als Übersetzer der Organisation dabei. Auch als Karl-Heinz Böhm von dem früheren Premierminister Meles Zebani die Ehrenbürgerschaft Äthiopiens erhielt. Ende Mai 2014 verstarb der beliebte Schauspieler, aber hier ist er noch überall präsent. Abdi Ali ist der erste Siedler, den Karl mit ins Erattal brachte.
Insgesamt waren es 10. Abdi Ali bewachte Karl und schlief vor seinem Haus. Er sagte, du bist derjenige, der uns aus unserem elenden Leben rettete und uns Obdach gegeben hat. Ich möchte nicht, dass dir etwas passiert. Die Menschen kämpften ums Überleben. Sie hatten kaum etwas zu essen. Zu dieser Zeit kam Karl nach Äthiopien. Seine Absicht war es nicht, die Menschen zu ernähren oder ihnen eine Unterkunft zu verschaffen. Er wollte sie vielmehr in technischen, finanziellen und sozialen Fragen unterstützen. Sie sollten sich im Tal niederlassen und ein unabhängiges Leben führen. Wir sind auf dem Weg in eines der 8 Projektgebiete, die vollständig in die Verantwortung der Bevölkerung übergeben wurden. Äthiopien wird nicht umsonst das Dach Afrikas genannt. Etwa die Hälfte des Landes liegt auf über 1200 Meter, hinauf bis zu 4620 Meter. Es geht über holprige Pisten von einer Anhöhe zur nächsten bis ins Balatal. Nicht immer floss hier Wasser, sondern es war eine staubige, trockene Steppe. Aber Karl-Heinz Böhm sah das Potenzial, die Quelle in Bewässerungssysteme einzubauen. Er überredete einige Bauern, sich hier anzusiedeln. Es gibt ein Wasserkomitee, das entscheidet, wer für die Säuberung zuständig ist. Heute ist die frühere Steppe zum grünen Paradies geworden. Shafi Abdu ist Vorsitzender der Farmer. Er ruft alle zum Treffen. Sie kommen mindestens einmal im Monat zusammen und bereden, ob sie etwas verbessern können oder darüber, dass sich jeder an der Reinigung des Kanals beteiligen muss. Jeder kann offen seine Meinung sagen. Es wird sowohl über die Einkünfte der Wächter diskutiert, wie auch über die Wartung der Zufahrtsstraße. Früher wohnte hier keiner der Bauern. Sie bauten nur im Tal Teff, eine Art Hirse und Sorghum, an und mussten oft Nahrungsmittelhilfe von der Regierung anfordern oder sich Geld leihen, um ihre Familien zu ernähren. Das ist heute Vergangenheit. Denn mit dem Gemüse- und Obstanbau machen alle 50 Haushalte genug Geld, um über die Runden zu kommen. Ich besitze Mango, Papaya-Bäume, ernte Kohl, Zwiebeln und Zuckerrohr. Damit kann ich gut für meine 4 Kinder sorgen. Alle gehen zur Schule, nur meine 17-jährige Tochter hat sie abgebrochen, weil sie heiraten wollte. Sein Neffe ist 14 Jahre alt und hilft wie auch die anderen Kinder auf der Plantage mit. Alles, was über den Eigenbedarf übrig bleibt, wird auf dem Markt verkauft. Das bedeutet einen stundenlangen Fußmarsch, um als einer der Ersten die Ware anbieten zu können. Mohammeds Gemüse wird gerne gekauft. Ursprünglich wollte er gar nicht Bauer werden. Er ging nach Saudi-Arabien, kam aber nach einem Jahr zurück. Seitdem ist er mit seiner Farm so erfolgreich, dass er Baugrundstücke erworben hat. Auf dem Markt geht es eher chaotisch zu. Hier wird alles verkauft. Von leeren Wasserflaschen, Öl, Gemüse bis Kleidung. Einfach alles.
Und alles wird noch chaotischer, wenn ein Wirbelwind aufkommt. Damals wollte niemand ins Ballertal ziehen. In der Bevölkerung galt es als verflucht. Böse Dinge würden passieren, wenn man hier wohnen würde. Heute lachen die Einwohner drüber. Shafi Abdu war einer der ersten 12 Pioniere, die sich hier niederließen. Und er hat es nie bereut. Stolz zeigt er den Pokal, den das Irrigationskomitee als Auszeichnung für die Entwicklung der Region erhalten hat. Ich war damals richtig arm, hatte keine gute Kleidung, keine ordentlichen Schuhe, weder für mich noch für meine 8 Kinder. Aber dank des Projekts konnte ich alle meine Kinder zur Schule schicken. Der 65-Jährige baute mit Hilfe der Organisation das Steinhaus selbst. Das Einzige, was die Bauern sich noch wünschen würden, wäre Elektrizität. In der ersten Nacht habe er nicht geschlafen, sagt er. Er hatte Angst, dass der Teufel rufe, erzählt sein Nachbar. Auch die anderen glaubten an den Fluch, der auf dem Tal lastete, aber nie eintraf. Heute leben hier ca. 200 Menschen. Und anstelle des Bösen kam ein gewisser Reichtum. Das Projekt im Ballertal ist abgeschlossen. Die Menschen sind für sich selbst verantwortlich und es funktioniert. Hier in der Region Derra ist Menschen für Menschen mit Hilfeleistung noch vor Ort. Aber wenn man Enene Gabri zuschaut, wird sie mit anderen Wasserverteilungsmitgliedern, die die Dorfgemeinde wählen, bald das Zepter in der Hand halten. Vorher war hier eine Quelle, bevor 2001 mit Hilfe der Bevölkerung daraus eine geschützte Wasserstelle wurde. Damals wurden viele wegen des unsauberen Wassers krank, besonders die Kinder, denn alle tranken aus derselben Quelle, Tiere wie Menschen. Die Gesundheit der Menschen hat sich stark verbessert. Die Tiere haben ihre eigene Tränke. Für die Quellfassung hat jeder mitbezahlt. Die Bewohner haben für ihren Wasseranschluss, wie sie es nennen, umgerechnet 77 Euro bezahlen müssen. Das war es ihnen wert. Rund 300 Familien müssen auch weiterhin für das saubere Nass bezahlen. Dafür sorgt das Wasserkomitee. Enani Gabre wohnt neben der Wasserquelle, zusammen mit ihrer geschiedenen Tochter, was in der patriarchalischen Gesellschaft Äthiopiens eher selten vorkommt. Die 60-Jährige akzeptierte die Entscheidung ihrer Tochter. Sie selbst wurde mit 13 Jahren verheiratet und hat 6 Kinder zur Welt gebracht. Meine Eltern haben mich mit 13 Jahren verheiratet. Mein Mann hat nur getrunken und mich geschlagen. Ich wurde von meiner Familie unterstützt. Deshalb konnte ich mich scheiden lassen. Für 2 ihrer Töchter hat Enani Gabre die Männer ausgesucht. Jetzt findet sie aber, dass das jede Frau selbst entscheiden sollte, besonders wenn sie davor zur Schule gehen konnte. Besuch der Ilukawa-Schule. Der Projektleiter von Menschen für Menschen möchte sich überzeugen, ob die durch Mithilfe der Organisation gebaute Schule ohne Probleme funktioniert. Morgens und nachmittags wird die äthiopische Hymne gesungen. 525 Schüler gehen hier in die Schule.
die für diese Anzahl nicht groß genug ist. Deshalb gibt es mittags sozusagen Schichtwechsel. Wir haben viele Erfolge erzielt. Der Unterricht ist von hoher Qualität. Im vorigen Jahr haben über 95% der Schüler der 8. Klasse das landesweite Examen bestanden und gehen jetzt auf eine weiterführende Schule. Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Sexualkunde und Familienplanung sind nicht mehr tabu. Jedenfalls sind sie Unterricht im Lehrplan. Zu Hause ist das eine andere Sache. Denn in afrikanischen Familien ist das Thema nach wie vor tabu. Wie überall in der Welt nimmt durch Dürre und Abholzung die Erosion zu. Das trifft besonders die Bauern. Wertvolle Felder gehen verloren und die Erträge sinken. Hier hat die Dorfgemeinde fast 6 Hektar Land wieder aufgeforstet und kümmert sich um seine Pflege. Insgesamt wurden in 2 Projektgebieten 830 Hektar wieder aufgeforstet. Andere Aufforstungsprojekte sind bereits so erfolgreich, dass die Bauern das Gras nützen können. Futterpflanzen für die Tiere werden in einer Art Baumschule angebaut und später kostenlos an die Dorfgemeinde verteilt, damit die sie in Erosionsgräben anpflanzt. Durch die Entwicklungsprojekte profitieren viele der Familien, auch nachdem Menschen für Menschen die Region verlassen hat. Oft passiert das Gegenteil, wenn ausländische Nichtregierungsorganisationen nicht mehr vor Ort sind. Mit Kleinkrediten bekommen besonders Frauen eine Chance, für ihre Familie auch finanziell sorgen zu können. Die Vorsitzende des Kreditvereins besucht Amognesh Habdame, die schon mehrere Kredite erhalten hat. Ich war klein, als meine Mutter starb. Die Kredite sind so etwas wie eine zweite Mutter für mich, weil sie mich und meine Familie ernähren. Amognesh hat nie eine Schule besucht. Sie möchte aber für ihre Kinder die beste Ausbildung. Mit ihren 7 Mutterziegen und deren 11 Nachkommen ist das finanziell kein Problem. In Sadir Kula hat die Kleinkreditgruppe 485 Mitglieder. Jede von ihnen bekommt ein Startkapital von 4.000 Birr, umgerechnet 155 Euro. Sie müssen zwar 10% als Gruppenersparnis abgeben, können aber dann ihre Kredite beantragen. Für viele bedeutet das einen Neustart. Am Anfang müssen alle Frauen an einem obligatorischen Einführungskurs für Buchführung teilnehmen, bevor sie ihre Mikrokredite beantragen können. Und natürlich wird der in kleinen Beträgen zurückbezahlt. Am Ende bleibt immer etwas Geld in der Kasse, sodass immer neue Kredite gewährt werden können. Der soziale Status der Frauen hat sich verbessert, seit sie auf eigenen Beinen stehen. Das Geld der Kreditgruppe wird nicht mehr in Holzkästen aufbewahrt, sondern wird zur Bank getragen. Ein Konto haben die wenigsten Frauen in Äthiopien. Wer eines besitzt, ist stolz. Tigist Getahun hat eine Boutique eröffnet. Keine der Frauen muss mehr ihren Ehemann nach Geld fragen. Sie verdienen es selbst. Die Mitglieder kaufen fast nur bei den Frauen von der Kreditgruppe ein. Somit unterstützen sie sich gegenseitig. Die Restaurantbesitzerin hat schon 2004 mit einem Kredit angefangen, um Tiere zu züchten. Vor 6 Jahren hat sie dann ihr eigenes Restaurant eröffnet. Früher haben die Frauen nur von der Landwirtschaft gelebt, die bei Weitem nicht ausreichte. Heute sind sie Ladenbesitzer, unabhängig und erfolgreich.
Und sie wollen andere Frauen überzeugen, dass es sich lohnt, Mitglied zu werden. Einige von ihnen sind so erfolgreich, dass sie sich Grundstücke kaufen konnten. Die Vorsitzende des Kreditvereins ist für alle ein Vorbild. Sie hat sich gegen ihren bestimmenden Mann durchgesetzt, der nicht wollte, dass sie sich einer Frauengruppe anschließt. Basabish Seleke betreibt eine Tiermast, mit der sie jedes ihrer 8 Kinder zur Schule schicken konnte. 4 von ihnen hatten sogar ein Master's Degree. Als ich nach dem Training nach Hause kam, war mein Mann unzufrieden. Wir haben gestritten und ließen uns sogar scheiden. Aber als ich dann Geld verdiente, haben wir uns wieder versöhnt. Meine Kinder sind alle erfolgreich. Meine Tochter geht nach Amerika. Sie hat einen äthiopischen Anwalt dort geheiratet. Und wie in vielen afrikanischen Familien hilft ein ärmerer Verwandter im Haushalt. Heute lebt die Vorsitzende ein eher luxuriöses Leben. Und ihr Land, von dem sie früher lebte, verpachtet sie. Etliche der Mitglieder, die an den Programmen von Menschen für Menschen teilgenommen haben, haben profitiert und kaufen in der Kleinstadt Grund und Boden, um sich Häuser zu bauen. Denn hier gibt es Elektrizität und die Schule und die Geschäfte sind näher. Wir befinden uns im Hochland Äthiopiens, das nach Nigeria mit 102 Millionen Einwohnern das dichtest bevölkerte Land Afrikas ist. Eines der ersten Projekte, wenn die Organisation sich entscheidet, eine Quellfassung in einer Region zu bauen, ist in den Bergen den Hang oberhalb zu schützen. Der fruchtbare Boden soll nicht abgeschwemmt werden. Menschen für Menschen berät und die Bevölkerung arbeitet. So ist das Konzept. Wir ergreifen hier Schutzmaßnahmen für die Erde. Dafür mobilisieren wir die Gemeinde. Später können die Einwohner von dem Boden sowie der geschützten Quellfassung profitieren, die wir später mit ihnen bauen werden. Die Dorfbewohner haben zugestimmt, mitzuarbeiten und beraten jetzt, wie die weitere Beteiligung aussehen könnte. Sie wollen einen Tag in der Woche mithelfen. Schlussendlich ist es zu ihrem Vorteil, denn überall sind tiefe Erosionsgräben. Die Felder wurden weggeschwemmt, der Ernteertrag dadurch gering. Es gibt keine geschützten Wasserstellen. 200 Haushalte holen sich das lebensnotwendige Nass, das von Mensch wie Tier gemeinsam benutzt wird. Durch das unsaubere Wasser sind Krankheiten vorprogrammiert. Die Armut ist überall sichtbar. Die alte Frau sortiert die Fasern der falschen Banane. Nach der Fermentierung kann die gewonnene Stärke zum Backen von traditionellem Fladenbrot verwendet werden. Die Frauen flechten Körbe oder formen aus Ton die traditionellen Feuerstellenzylinder, um sie zu verkaufen. Aber wo? Die Zufahrtsstraßen sind Pisten. Der Markt ist zu weit weg. Und es fehlt das Geld, um dahin zu kommen. Derare Tola bittet uns in ihr Haus. Wie viele in dieser Gegend hat sie fast nichts. Die Menschen leben von der Hand in den Mund. Sie baut Felder für andere an und bekommt einen Teil der Ernte. Dieses Jahr hat sie 3 Sack Weizen erhalten. Aber ob das für ein Jahr reicht, weiß sie nicht. Viele nehmen dann Kredite auf, die sie mit Wucherzinsen zurückbezahlen müssen. Sie kommen aus dem Teufelskreis der Armut nicht raus. Fast alle Familien haben zu viele Kinder, um sie ausreichend ernähren zu können. Auf dem Land sind 10 Kinder pro Familie keine Seltenheit. Die Baba Dingesa stellt Deckel her, die für das Backen von Fladenbrot verwendet werden. Pro Deckel verdient sie umgerechnet 10 Euro Cent. Ja, nee.
Ich bin abhängig von meiner Frau, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Meine Frau verdient unseren Unterhalt. Alle meine Kinder arbeiten als Tagelöhner. Wir haben nichts außer einem Hektar Land. Von unserer Ernte müssen wir einen Teil für den Pflugochsen abgeben. Alle Last liegt auf meinen Schultern. Um uns zu überzeugen, dass sie nicht viel hat, zeigt sie uns ihr Haus. Es gibt nur ein Bett für die Eltern. Die Kinder schlafen auf dem Boden. Auch die Baba Dingesa weiß, dass die Ernte nicht bis zur nächsten reicht. Alle fünf Kinder müssen deshalb als Tagelöhner bei anderen arbeiten. So auch die älteste Tochter, die für 4 Euro im Monat in einem Haushalt in der Hauptstadt arbeitet. Äthiopien ist ein interessantes und landschaftlich schönes Land. Die Tierwelt ist weniger reich als in den klassischen Safari-Ländern. Aber hier soll sich die Menschwerdung des Affen im afrikanischen Grabenbruch vollzogen haben. Trotz wirtschaftlicher Fortschritte kommen meist nur Individualtouristen. Das findet Abu Tolessa schade, denn er würde gerne allen zeigen, wie er aus der Sisalpflanze Seile machen kann. Für ein 6 Meter langes Seil, das man in einem Tag herstellen kann, erhält er 40 Birr, umgerechnet 1,80 Euro. Eine gute Einkommensbeschaffung. Rupert Weber ist der geschäftsführende Vorstand von Menschen für Menschen Österreich. Das war die Vision von Karl-Heinz Böhm, denn er hat sich mit der Bevölkerung zusammengesetzt, wirklich tatsächlich unter den Baum gesetzt und mit denen gesprochen, was sie alles benötigen, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Und daraus entstand dieses Konzept. Das ist kein alleiniges Konzept, das nur Menschen für Menschen umsetzt, gibt es in anderen Ländern der Welt auch. Aber in Äthiopien sind wir die Organisation, die das konzentriert durchführt und seit vielen Jahren sehr erfolgreich, das kann eben durch diese Evaluierungen, Untersuchungen belegt werden. Die Organisation hat zum Ziel, dass am Ende die Bevölkerung unabhängig von fremder Hilfe sein muss. Aber seit 2013 war das ein holpriger Weg. Ein Spender kritisierte die Organisation. Aber es war ja Veruntreuung der Gelder, wurde jedenfalls gesagt. Das stand im Raum, das wurde gesagt von einer Einzelperson, das konnte aber problemlos widerlegt werden durch anerkannte unabhängige Prüfungsinstitute. Und ihr hattet keine Einbußen? Wir hatten natürlich Einbußen, aber das konnten wir im Laufe der Zeit jetzt wieder wettmachen, beziehungsweise sind wir auf einem guten Weg dorthin, das alles wieder aufzuholen. Und wodurch? Dadurch, dass wir eben belegen können, wie wirksam die Arbeit der Organisation ist, wie viel Sinn das Spenden an Menschen für Menschen, für die Menschen in Äthiopien macht, damit sie künftig eigenständig hier gut leben können. In Äthiopien ist die Organisation in 12 Regionen tätig, deren Gesamtfläche so groß wie Vorarlberg ist. In dieser Region merkt die Bevölkerung nichts von dem Wirtschaftswachstum Äthiopiens. Dafür aber von der Willkür der Regierung. Oppositionsführer werden verhaftet oder verlassen das Land. Die Oromos sind die größte Volksgruppe. Viele von ihnen kämpfen nicht gegen das Regime, sondern um ein Leben, das sie weiterbringt. Und Abdishe Tujaba hat es geschafft. Die Witwe betreibt ein florierendes Unternehmen mit ihren Broten. Sie benutzt den neuen Ofen, der halb so viel Holz verbraucht wie die traditionellen 3 Tonstützen, die durch zu viel Luftzug das Holz schnell verbrennen lassen. Außerdem erzeugt er weniger Rauch. Ihre Nichte hilft ihr im Garten und beim Verkauf der Brote und Getränke an die Leute, die auf dem Weg zum Markt sind. Das ist ein Zusatzeinkommen, das sie gut gebrauchen kann.
Ich habe in den letzten Jahren durch Kurse viel gelernt und möchte das an andere Frauen weitergeben. Es geht nicht nur um Anpflanzungen von Obst und Gemüse. Es geht auch um die Gründe für Fisteln, die durch Frühehen entstehen können. Das sind Geburtsverletzungen bei jungen Frauen, deren Klitoris verstümmelt wurde und deren Geburtskanal zu klein ist. Adishe Tujaba ist nicht umsonst Vorzeigebäuerin geworden. Sie war bereit, neue landwirtschaftliche Techniken anzuwenden. Sie weiß, dass Monokulturen schlecht, Wechselwirtschaft dagegen gut ist. Ihre Familie benutzt eine Latrine und nicht die Felder wie die meisten anderen auf dem Land. Ihren Verdienst hat Adishe Tujaba in ein Haus in der Kleinstadt investiert, damit es ihre Kinder näher zur höheren Schule haben. Sie arbeitet seit 6 Jahren mit der Organisation eng zusammen und hat dadurch ein viel besseres Einkommen. Obwohl auch ihre Nachbarn die Bewässerung benutzen und es deshalb jetzt mehr Wettbewerb am Markt gibt, ist sie zufrieden und möchte in der Zukunft noch ein Haus bauen, um es zu vermieten. Ihre Tochter möchte Ärztin werden, was früher nicht möglich gewesen wäre. Das hätte sich ihre Mutter als Witwe nie leisten können. An den Markttagen ist das hier der Parkplatz für die Esel. Nebenan werden Pferde untersucht, behandelt und geimpft. Die Impfstoffe werden von der Regierung verteilt, aber alles andere, wie die Holzerrichtung und die Instrumente, stammen von Menschen für Menschen. Einmal im Jahr bekommen die Tiere Entwurmungsmittel und Medikamente gegen Parasiten. Cassava ist in vielen afrikanischen Ländern ein Grundnahrungsmittel, aber hier neu. Die letzten Jahre waren schlimm. Ich habe Getreide angebaut, als Tagelöhner gearbeitet, konnte meine Kinder nicht zur Schule schicken, bis ich von den Kursen gehört habe. Jetzt baue ich erfolgreich Cassava, Gemüse und Obst an. Begilata ist einer der ersten, der sie angepflanzt hat. Dafür muss man Geduld haben, denn Cassava braucht 3 Jahre bis zur Ernte. Er ist dankbar, denn der Bauer ist auch Lehrer geworden. Viele Nachbarn wollten schon Stecklinge, die er daher gewinnbringend verkaufen kann. Man muss sie nur in den Boden stecken und die Wurzeln sind zudem äußerst nahrhaft. Viele der Frauen interessieren sich dafür, müssen aber erst lernen, wie man Cassava zubereitet. Die Frauengruppe kommt regelmäßig zum Kochkurs zusammen. Es geht nicht nur darum, zusammen zu sein und gut zu essen. Nein, sie alle lernen, wie man gesund kocht. Traditionell kochen sie das Gemüse zu Brei. Dabei gehen die wichtigen Vitamine verloren. Außerdem essen die Äthiopier auf dem Land meist immer dasselbe Gericht, nämlich Fladenbrot und Kichererbsenbrei, was zu Mangelernährung führen kann. Auch hier ist die Modellbäuerin Adishe aktiv. Sie lässt keinen Kurs aus, der ihr weiterhelfen kann. Einige der Frauen sind etwas zögerlich, was die neuen Gemüsesorten angeht. Nach dem Probieren sagen aber alle, dass es sehr gut geschmeckt hat. Frio Tafera ist Sozialarbeiterin und kennt diese Reaktion. Sie weiß aber auch, dass sie die Frauen überzeugen kann.
wie auch diejenigen, die das Töpfertraining absolviert haben. Früher wurden die Kannen zum Eigengebrauch gemacht, aber nach dem Training vor 3 Jahren hat sich die Qualität der Produkte erheblich verbessert und lässt sich gut verkaufen. Dank des verbesserten Zugangs zu sauberem Wasser sowie Hygieneschulungen werden Krankheiten auf ein Minimum gesenkt. Und jede der 2284 Wasserstellen hat einen Aufseher, der zu bestimmten Stunden die Pforte öffnet. Bei der Bekämpfung der Armut gibt es landesweit Verbesserungen. Dennoch kommen auf dem Lande immer noch viele Menschen aus dem Teufelskreis der Armut nicht heraus. Es gibt Haushalte, in denen die Menschen nicht genug zu essen haben und die Nahrungsmittel nicht für das ganze Jahr reichen. Das sind Haushalte, die teils kein Land besitzen und keine Tiere haben. Es reicht nicht einmal, um pro Tag 3 Mahlzeiten anbieten zu können. Meistens kann nur 2-mal am Tag gegessen werden und dann auch noch wenig. Die Bekämpfung von Armut und Hunger sind die Hauptziele der Organisation, um einen Fortschritt zu ermöglichen. In Frauengruppen wird über Mangelernährung ebenso wie auch über Klitorisverstümmelungen gesprochen. Durch die Klitorisverstümmelung sterben viele Mädchen. Es kommt zum Blutverlust. Außerdem haben die Frauen oft Probleme bei Geburten. Jetzt wissen sie über ihre Rechte und über ihre Gleichberechtigung Bescheid. Das ist ein großer Schritt für die Frauen. Die Frauen werden gefragt, wie nützlich ihre Frauengruppe im Alltag ist. Früher haben unsere Männer alles diktiert. Wir wissen jetzt, dass wir die gleichen Rechte haben, auch wenn es um das gemeinsame Gut geht. Ich habe durch den Gemüseanbau ein Einkommen erzielt und bei allen Kursen sehr viel gelernt. Die Frauen sind viel selbstsicherer im Auftreten geworden. Ihr eigenes Geld ermächtigt sie, auch wenn vielleicht einige Ehemänner das nicht so gerne haben. Die Bewohner in den Projektgebieten werden auf die Notwendigkeit von Latrinen hingewiesen, denn nur rund 28% der Äthiopier haben Zugang zu Sanitäranlagen. Die Muskelkraft der Männer lässt ein 3 Meter tiefes Loch entstehen, das alle 5 bis 6 Jahre erneut an einem anderen Platz gegraben werden muss. Die Strategie von Menschen für Menschen ist ein breiter Ansatz für eine ganze Region. Das gilt für die Landwirtschaft, über die Bildung bis hin zur medizinischen Versorgung. Im Jindebereit-Krankenhaus werden durch Trainer Krankenpfleger ausgebildet, die empfängnisverhütende Implantate einsetzen. Khaltou Tida hat schon 2 Kinder und möchte eine Pause einlegen. Das Hormon ist ein sicherer Schutz vor Schwangerschaften und das 3 Jahre lang. Das Implantat kann jederzeit entfernt werden, wenn eine Frau wieder schwanger werden will. Ich möchte meine Gesundheit schonen. Außerdem reicht unser Einkommen nicht für mehr Kinder. Familienplanung wird in allen Variationen angeboten. Heute begleitet der Vater die taubstumme 22-Jährige, die unehelich ein Kind gebar, das nach der Geburt gestorben ist. Er möchte sichergehen, dass das nicht noch einmal passiert. Wir bieten kurz- und langfristiges Training für Familienplanung an. Die Regierung strebt an, den Bevölkerungszuwachs mit der wirtschaftlichen Entwicklung ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist einfacher gesagt als getan. Denn in ländlichen Gebieten zählen Kinder mitunter als Arbeitskräfte. 2 Brutkästen aus Österreich wurden 2015 an das Krankenhaus geliefert. Vorher wurden Frühgeburten mit einer primitiven Methode warm gehalten, so wie die kleine Deborah.
Dieses Gesundheitszentrum im Dorf Schito dient 5000 Menschen. Normalerweise ist dort eine medizinische Hilfskraft stationiert, die von der Regierung ausgebildet wurde. Heute wird aber ein durch die Organisation ausgebildeter Krankenpfleger 10 Augenoperationen vornehmen. 50% der Kinder sind von der Trachomkrankheit befallen, einer chronischen Entzündung der Bindehaut. Ohne Operation wird man blind, wie die Großmutter, die für eine Operation am Crown Star in ein Krankenhaus überwiesen wurde. In den letzten 5 Jahren wurden 85% der Bevölkerung in dieser Region unter anderem mit Antibiotika versorgt. Es wurden Operationen vorgenommen, Latrinen gebaut und in den Schulen 2-mal im Jahr Entwurmungstabletten verabreicht. Die Kinder sind von verschiedenen Würmern befallen. Hauptgründe sind fehlende Hygiene und schmutziges Wasser. Alle werden namentlich festgehalten. Jährlich werden 37.000 Schüler in 2 Gebieten behandelt. Die Organisation hilft in den ärmsten Regionen Äthiopiens. Wo immer man in Äthiopien hingeht, nach Süden oder Norden, nach Osten oder West, die Bedürfnisse sind die gleichen. Überall gibt es schwierige Probleme, mit denen die Bewohner alleine nicht fertig werden. Deshalb helfen wir in 20 Regionen mit Integrationsprojekten. 8 der Vorhaben sind bereits beendet, in 12 anderen ist Menschen für Menschen noch aktiv. In der Zukunft werden wir in anderen Regionen noch mehr Projekte in Angriff nehmen. Über 5 Millionen Menschen in Projektgebieten, die 2/3 der Fläche Österreichs ausmachen, haben seit 1981 profitiert. Im Dorf Veni werden Steine aufgeschichtet, damit das Wasser langsamer abfließt. Es sind die ersten Schritte in der neuen Region. Von Fachkräften wird gezeigt, wie Brunnen gebaut werden. Aber die Arbeit müssen die Menschen selbst erledigen. Einige der Frauen haben sich Sparöfen bestellt. Sie sind nicht umsonst, werden aber von der Organisation subventioniert. Als Unterschrift gilt der Fingerabdruck und das Geld wird gleich einkassiert. Die Sparöfen kommen in 3 Teilen an und brauchen viel weniger Brennholz. So kann Zeit gespart werden. Denn diese Frauen verbringen 4 Stunden am Tag, um je ein Bündel Holz zu sammeln. Es ist ein weiter Weg nach unten, wo die Menschen ihre Ware auf dem Markt verkaufen können. Es ist viel einfacher, Treppen zu steigen, als Leitern benutzen zu müssen, sagt sie. Und jetzt kann sie sogar ihren Esel mitnehmen. Früher gab es nur eine Schlucht mit Leitern, bis Menschen für Menschen die Möglichkeit eines Treppenbaus sah. Die Organisation zeigt der Bevölkerung in Äthiopien den Weg, aus der Armut herauszukommen. Aber gehen müssen sie ihn selbst. Utan olem, 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 utan ol